Hi Leute und ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Aufnahme No Man's Sky. Und wir befinden uns in unserem Raumschiff Volker Racho. Und wir heben das erste Mal ab. Und zwar jetzt. Das ist unser Schiff. Die Schiffsteuerung funktioniert super. Und wir sollen jetzt Antworten in den Stern suchen. Ach, was ist denn das da? Unbekanntes Gebäude. Aber ich glaube, wir sollen die Planetenatmosphäre erst einmal verlassen. Und die Sterne. Den Sternen entgegenfliegen. Wie krass ist das bitte? Osakat-System, Euklid-Galaxie, von mir entdeckt. Orbitalflug vor Ende. Teste Raumschiffsysteme 0 von 3. Teste die Flugsteuerung und die Schubdüsen. Da ist der Planet. Ich teste den Boost. Impulsantrieb. Wow! Oh, wir werden angefunkt. Eingehende Übertragung. Quelle Hashtag 4925B. Bitte identifiziere dich. Ich bin Kritz. Du bist nicht allein. Folge. Die Übertragung endet so seltsam, wie sie begonnen hat. Der letzte Teil des Signals scheint ein Satz planetarer Koordinaten zu sein. Koordinatendaten eingeben. Achtung, Navigationsdaten empfangen. Folge den Koordinaten und finde die Signalquelle. Steuere die Koordinatenmarkierung an und aktiviere den Impulsantrieb mit Space. Der Impulsantrieb bringt dich automatisch zur Okay. Die Markierung ist hier. Okay, das kann man jetzt so anvisieren. Ankunft in 2 Wochen. Wenn wir jetzt so dahin fliegen, so dauert es 3 Stunden. Und so dauert es 1 Minute. Verlassener Planet, uralte Knochen, Kupfer, verrostetes Metall und Natrium. Ist schon verrückt, oder? Treibstoff haben wir gar nicht mehr so viel irgendwie. Eintritt in die Atmosphäre, es wird ein bisschen warm. Man kennt es. Huch, wie war denn landen? Mit E, sorry. So.
Lizis Delta. Erstmal diverse Sachen scannen. Ah, hier haben wir Strahlen also. Finde die Signalquelle. Okay. Ich kann nicht. Ich muss erkunden. Obwohl, wir können auch erst zur Signalquelle. Also hier entlang. Ich kann nicht. Nazel, Natriumchlorid, also Salz. Auch ein sehr interessanter Planet. Da ist die Signalquelle. Sehr cool. So. Die funkensprühenden Kabel der Maschine erzeugen ein Signal, das die Übertragung ins Nichts ausstrahlt. Wer immer die Nachricht hinterlassen hat, ist schon lange fort. Entschlüssele. 16, 16, 16. Eintrag, Hashtag 4925C, kein Treibstoff. Station nicht erreicht, kaum Gefahrenschutz, keine andere Wahl als unterirdischen Basiscomputer eingesetzt. Ebenso wie der Protokolleintrag enthält das Signal Pläne für einen Basiscomputer und einen Terrainmanipulator. Mit etwas Glück enthält der Basiscomputer mehr Informationen über denjenigen, der die Nachricht hinterlässt. Basiscomputer, portabler Landregistrierungsservice. Kontaktiert nach dem Platzieren das universelle Kartografiearchiv, um das Eigentum des Landes einzurichten. Nach erfolgreicher Registrierung können Basismodule an beliebigen Orten gebaut werden. Dafür brauchen wir chromatisches Metall. Terrainmanipulator, fortgeschrittenes Terraforming-Gerät. Dieses Modul überlädt vorhandene Multiwerkzeugesysteme und ermöglicht es dem Benutzer, die Regionen nach seinen Vorstellungen umzugestalten, geladen mit metallischen Elementen. Dafür brauchen wir Kohlenstoff-Nanorohr. Okay. Alles klar. Gut, haben wir noch was zum Scannen? Hier ist zum Beispiel so ein Modul. Warte mal. Multiwerkzeug, genau. Technologie installiert. Genau. Kohlenstoff-Nanorohr. Brauchen wir Kohlenstoff.
Noch ein. Was war das? Bumm! Jetzt haben wir zwei. Und jetzt haben wir einen Terrain-Manipulator. Da kann man zum Beispiel Kobaltansammlung. Hier. Begrabenes Technologiemodul. Boah, was ist das denn? So. Guck mal, und das ist ja so eine Erde. Jetzt können wir unseren Terrain-Manipulator nehmen. Huch. Und jetzt haben wir geborgene Daten. Und die geborgenen Daten kann man ausgeben für weitere Technologien. Ist das nicht cool? Und da kann man die ganze Zeit so suchen gehen halt, ja. Okay, aber wir sollen Kupfer sammeln. Uran, Kupfer. Kann man das ja aktivieren, aber ich glaube, wir müssen mal das hier und das hier auch. Dann können wir gleich mal scannen, ob es hier irgendwo noch Natrium vielleicht gibt. Das schnappen wir uns mal. Und das brauchen wir auch. Brauchen wir mal für unsere Schubdüsen, weißt du? Ach, guck mal, hier ist wieder so ein Modul. Ups. Da war Nanit drinne. Habe ich das Kupfer gar nicht markiert? Wo waren das jetzt? Sorry. Crazy, crazy, crazy. So. Ich denke hier über Kupfer. War ja nicht Kupfer? Thank you.
Das verstehe ich nicht. Man muss ja auch nicht alles verstehen, oder? So. Beschädigter Computer. Gag-Relikt 1. Mikroprozessor. Ah, speichern und kartieren. Sehr cool. Ah, das mit dem Kupfer habe ich jetzt nicht verstanden irgendwie. Finger. Nein, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, hier soll Kupfer sein. Oh. Ich sehe hier keinen Kupfer. Gehen wir dahin. Ja, dieses, die Wasserstoff ist das, der pure Rohstoff, deswegen kann man das nicht scannen oder so. Braucht man ja dann auch nicht mehr, weil die Substanz kennen wir ja schon. So, Kupfer haben wir doch markiert, oder? Ja. Noch genug Kohlenstoff eigentlich?
ein eigenartiger Planet, finde ich. So, wo war jetzt unser... Da. Das ist doch direkt Natrium. Guck mal, das trollt uns nicht. Das ist Kupfer. Es sieht wunderschön aus. Wie viel haben wir davon mittlerweile? Viel. Das ist auch richtig viel Kupfer, ne? Das snacken wir uns noch. Wow, was für ein Flöz. So. Lol. Was ist das da für eine Kugel? Analysiere das Kristallfragment mit E. Ach so, wenn wir ein Kristallfragment erhalten haben. Analysieren. 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 Was habe ich davon? Verarbeite Kupfer, um chromatisches Metall herzustellen. Genau, haben wir eigentlich noch genug Kohlenstoff? Ne, wir sollten ein bisschen Kohlenstoff sammeln tatsächlich. Das ist quasi der Brennstoff für unsere Raffinerie. Das ist Kohlenstoff.
fortgeschrittener Minenlaser. Wenn ich jetzt wissen will, wo mein Schiff ist, was mache ich denn? Ach so. Wir können ja schon mal in die Richtung gehen. So. Basiscomputer könnten wir bauen, aber brauchen wir chromatisches Metall. So, jetzt gucken wir mal. Treibstoffvorrat. Ach, hier, guck mal, verdichteter. Schwupps. So, und dann kommt hier Kupfer rein. Oh, das hat sich aber gelohnt. Das hat sich aber gelohnt. Gucke dir das mal an. Wir brauchen bloß 30, aber wir bekommen viel mehr raus. Wir bekommen 484 Kupfer. Ja, chromatisches Metall. Oder? Wo habe ich das gerade gelesen? Ja, 484. Wie nice ist das denn? Ja, ich glaube mal, wir sollen dann auf diesem Planeten hier unsere erste Basis bauen. Ja. Aber wie cool das alles gemacht ist, oder? Ich weiß zum Beispiel, No Man's Sky wurde am Anfang komplett abgehatet, ja. Aber das hat Hello Games, die Entwickler haben das auch selbst zu verantworten. Sie haben es als Full Release gepublished, ja. Und, oder released. Und, das Spiel war aber wirklich noch nicht fertig, ja. Und das hat auch wirklich noch gar keinen Spaß gemacht. Diese ganzen Mechanics mit dem Basenbau und so und all sowas, das kam wirklich erst später dazu. Das Einzige war, man konnte ein bisschen rumfliegen und ein bisschen erkunden. Also so an sich, die Idee war von Anfang an schon eindrucksvoll. Da war das auch schon mit diesem Natrium, glaube ich, und so. Ich kann mich nicht ganz erinnern. Aber es war schon cool, aber man hätte das wirklich als Early Access rausbringen können. Als Wiedergutmachung kam ja wirklich total viel Updates mit echt krass viel Inhalten, die alle Besitzer von No Man's Sky kostenlos bekommen haben. Und auch wenn du dir die Vollversion kaufst, du hast die ganzen DLC-würdigen Erweiterungen im Preis einfach schon mit drin. Das finde ich echt eine coole Sache. Mittlerweile ist No Man's Sky auf Steam mit sehr positiv bewertet. Ich finde auch zu Recht. Ich finde sogar, man könnte das Spiel, weil das wirklich im Survival-Universum, Survival-Sandbox-Genre neue Maßstäbe setzt und sehr innovativ ist, könnte man sogar ein äußerst positiv verstehen. Oder hat das Spiel verdient, sag ich mal. Ja. Sehen auch manche anders, aber ich finde wirklich, aufgrund dessen, dass das echt crazy ist, das Game, und crazy Inhalte hat. Ja. Jetzt haben wir wirklich sehr viel chromatisches Metall, muss ich sagen. Genau. Kann man das ja wieder rausnehmen? Ach, nimmt er automatisch wieder raus. Okay. Eine Süßwurzel. Okay, Leute.
Ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge zurück zum Schiff. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach so, wie ist denn das mit dem Speichern? Das speichert, glaube ich, automatisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel beenden würde. Warte mal. Automatische Sicherung laden. Genau. Der sichert, glaube ich, wenn ich auf Escape drücke, sichert der automatisch. Genau. Also wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe mal, wir sehen uns beim nächsten Mal und ihr habt Spaß an diesem Projekt, genauso wie ich. Und bis dahin, macht's gut.